Und jetzt wird ein Traum wahr, nicht nur für mich, sondern ich denke für Sie daheim und hier im Saal auch, denn sie ist wirklich hier in Oldenburg heute bei Rosenscholz. Ein Weltstar, das berühmteste Mädchen der Welt. Und wer das genau ist, Sie wissen es schon, Sie ahnen es schon. Aber trotzdem gibt es auch für unseren nächsten Gast einen kleinen Film. Elche, Smørrebrød, ein Möbelhaus, eine Bekleidungskette, eine Königin namens Sylvia. Schweden ist in Deutschland allgegenwärtig. Aber was wäre Schweden ohne sie? Pippi Langstrumpf ist das Aushängeschild der Skandinavier, die Ikone vieler Generationen, Volksheldin und Punklady zugleich. 4 Spielfilme und eine Fernsehserie machten sie unsterblich und weltweit bekannt. Vor über 40 Jahren wurde Schauspielerin Inger Nilsson mit dieser Rolle über Nacht zum Star. Aber wo viel Licht ist, gibt es auch viele Schattenseiten. Inger Nilsson ereilt das Schicksal vieler ehemaliger Kinderstars. Alle sehen in ihr nur Pippi Langstrumpf. Jahrelang ist es der Schwedin nicht gelungen, aus dem Schatten ihrer Rolle herauszutreten. 2007 kam dann endlich die Wende. In der ZDF-Serie Der Kommissar und das Meer kann sie auch dem deutschen Publikum zeigen, dass Pippi Langstrumpf Geschichte ist. Ein gelungenes Comeback. Als Pathologin Eva wird Inger Nilsson an der Seite von Walter Sittler nun endlich als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen. Herzlich willkommen bei Rosenscholz, Inger Nilsson. Herzlich willkommen, Inger Nilsson. Es ist eine große Freude und Ehre, dass Sie heute hier sind. Aber Sie sprechen natürlich Ihre Muttersprache Schwedisch und Englisch und wir müssen Sie übersetzen. Und deswegen haben wir heute Abend Frau Miriam Neithardt hier und die bitte ich jetzt mal auf die Bühne. Da ist Frau Neithardt. Ein Applaus bitte. Herzlich willkommen, Frau Neithardt. Sie haben heute schon schwer gearbeitet. Sie haben Frau Nilsson schon alles übersetzt, was in der Sendung gelaufen ist. Und Sie werden es jetzt hier live auf der Bühne für uns auch dann ins Englische übersetzen. Dann können wir beginnen. Frau Nilsson, die ganze Welt kennt Sie. Sie sind das beliebteste Mädchen auf diesem Planeten, ob jung, ob alt, alle Generationen. Sind mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen, ein Hype, kann man sagen, der seit über 40 Jahren anhält. Wie gehen Sie damit um? Wie leben Sie mit diesem übergroßen Schatten Pippi Langstrumpf? Denn Sie sind ja Inger Nilsson und Sie haben eigentlich nur eine Rolle gespielt. Well, it's I'm so used to it, because I was so young. When I started to do the movie, I was 9 years old, so for me it's... Ich bin nichts anderes gewöhnt. Ich war 9 Jahre alt, als ich diese Filme gedreht habe. Ich habe nie ein anderes Leben kennengelernt. Ich habe mich daran gewöhnt und insofern ist es mein normales Leben. This is normal in my life. Das Ungerechte an Ihrem Leben, glaube ich, ist die Tatsache, dass die erwachsenen Schauspieler, die damals mitgewirkt haben, diese erwachsenen Schauspieler verdienen noch heute an allen Wiederholungen der Pippi Langstrumpf-Filme, die ja weltweit laufen. Die bekommen also nach wie vor Tantiemen. Sie sind am Umsatz quasi der Marke Pippi Langstrumpf beteiligt. Bei Ihnen aber, ausgerechnet bei Ihnen, sprudelt diese Geldquelle Pippi Langstrumpf nicht. Können Sie uns erklären, warum Sie heute finanziell eigentlich nichts davon haben? Well, at that time in Sweden, it was something like a law that children shouldn't earn so much money. And I think it was, this is so long time ago. So the agreement between television and actors were very bad at that time. Es war damals ein Gesetz in Schweden, dass Kinder nicht an den Filmen verdienen sollten, sondern nur die erwachsenen Schauspieler. Das stand bei ihr so im Vertrag.
war eben so. Ja, sehr ungerecht. I don't think it's like that anymore. I don't know. I hope not. But the movies, they are so old now. So sie glaubt nicht, dass es heute noch so ist. Heute ist es hoffentlich nicht mehr so, dass sich das Gesetz geändert hat. Heute verdienen auch Kinderstars was an Wiederholungen für den Film. Und die Filme sind mittlerweile schon so alt und so lange her, dass einfach so viel Zeit vergangen ist seitdem. Wie ist Ihr Leben danach verlaufen? Sie haben natürlich, Sie waren 9 Jahre alt, Sie werden die Schule erst beendet haben. Und gab es denn danach Rollenangebote? Konnten Sie zumindest mit Ihrem Namen dann etwas verdienen? Konnten Sie diesen Namen umsetzen und mit Ihrer Popularität Geld verdienen? Gab es große Rollenangebote? Ja, I became an actor when I was finished the school and everything. And then I've been acting on the scene most of the time until some years ago. Sie hat eine Ausbildung als Schauspielerin gemacht, hat am Theater gearbeitet, hat dort Stücke gespielt und jetzt eben tritt sie im deutschen Fernsehen auf. Zwischendurch waren Sie auch immer mal wieder im Krankenhaus, allerdings nicht, weil Sie krank waren, Gott sei Dank. Aber was haben Sie da gemacht? I have two education. First, I studying to be a secretary, and but I was working only for 1 year, and then I started to be study for being an actress, and then I have been kind of combination between these two. Sie hat zwei Ausbildungen. Sie ist gelernte Sekretärin für Ärzte im Krankenhaus und sie hat aber auch eine schauspielerische Ausbildung und sie hat eine Weile beides gleichzeitig gemacht, dass sie im Krankenhaus gearbeitet hat und auf der Bühne stand. Seit 3 oder 4 Jahren jetzt aber arbeitet sie nicht mehr als Sekretärin, obwohl ihr diese Ausbildung für diesen Job als Pathologin jetzt sehr zugute gekommen ist, arbeitet sie seit 3, 4 Jahren nur noch als Schauspielerin. I answered before you asked me. Nun hat sie ihre Frage vorweggenommen. 2007 gab es ein, ich glaube, sehr schönes Ereignis für Sie. Sie haben eine Rolle bekommen in einer ZDF-Serie. Ich glaube, es ist eine deutsch-schwedische Koproduktion. Und Sie spielen eine Pathologin an der Seite von Walter Sittler in der Serie Der Kommissar und das Meer. Ein großartiges Comeback. Ich glaube, endlich hat man sie mal als Schauspielerin Inga Nielsen wahrgenommen und nicht als Pippi Langstrumpf. Eine Rolle, die man ihnen offensichtlich dann abnimmt, was für die Qualität ihrer Leistung spricht. Sie spielen eine Frau, eine Pathologin, Eva heißt die. Können Sie uns ein bisschen über diese Rolle erzählen? Was ist das für eine Frau und wieso kennt die diesen Walter Sittler, den Kommissar, so gut? She is a very well-educated woman. And she's very serious. I never smile in the movie. I'm very correct all the time. And she's all the time delivering information, which is the, I think, the most difficult part to play because I'm not supposed to show any emotions. It's just being very correct and all the time Walter, the inspector. Eva ist eine sehr gebildete Frau, eine sehr ernste Frau. Sie lächelt nie in dieser Rolle. Sie ist einfach nur dazu da, um Informationen weiterzugeben. Und das war so schwierig daran, diese Rolle zu spielen. Nun ist Walter Sittler ein deutscher Schauspieler. Sie sind Schwedin. In welcher Sprache drehen Sie diese Filme? I speak Swedish and Walter speaks German. And he doesn't know anything what I'm talking about. Sie spricht Schwedisch und Walter spricht Deutsch. Und er versteht überhaupt nicht, was sie sagt. Sie kann sagen, was sie will. Macht natürlich eine Witze. Diese Art zu arbeiten funktioniert natürlich deshalb so gut, weil es ein Drehbuch gibt und die wissen, was der andere jetzt sagt. This is how it is when we are shooting the movie. It's 3 languages all the time, English and German and Swedish, and everybody's talking. So you're welcome to enjoy us. Ach, wenn Sie mir eine Rolle an der Seite von Walter Sittler verschaffen könnten, dann bin ich dabei. Also ich mache auch noch mit, wenn es drauf ankommt. Also. ah,
You can be the corpse. Sie können die Leiche spielen. I can be the autopsy. No, I don't. Wissen Sie was? Ich würde es tun. Ja. Yes, good. Ja. Ich gehöre zu den Menschen, die alles tun, um ins Fernsehen zu kommen. Yes. Ja. Aber theoretisch könnten Sie Walter Sittler ja durchaus mal etwas veräppeln, aufs Korn nehmen. Wenn er auf Deutsch seine Fragen stellt, könnten Sie ihm auch den IKEA-Katalog vorlesen. Er wird es gar nicht merken. Well, Walter knows a little bit Swedish, and I know a little bit German, so it's becoming more difficult now to cheat each other. But the first year we were shooting, yes, I think it was the first year, and I forgot my line. I have a long, long monologue about some evidence, and I was showing this is the evidence and the blah, 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 blah. And I forgot the text. Also früher ging das wohl, mittlerweile versteht sie aber ein bisschen Deutsch und Walter versteht ein bisschen Schwedisch. Es gab aber mal eine Szene, wo sie einen relativ langen Text hatte, einen relativ langen Monolog, dass sie einen Beweis in die Höhe halten musste und irgendwas dazu sagen musste und sie hat den Text vergessen. Also hat sie einfach irgendwas geredet auf Schwedisch, was überhaupt keinen Sinn ergab und der Regisseur fand, das war die beste Szene überhaupt, die sie jemals gedreht hatte. But you couldn't miss it. Nun können wir uns lange über Der Kommissar und das Meer unterhalten. Viel besser wäre es ja, wenn wir mal kurz reinschauen. Wir haben einen kurzen Filmausschnitt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich beim ZDF, beim Zweiten Deutschen Fernsehen und bei Network Movie, die diesen Film produziert haben, für die Unterstützung und dass wir diesen Filmausschnitt heute schon zeigen können. Und hier ist jetzt Inga Nielsen und Walter Sittler in Eiserne Hochzeit. Hallo Eva. Hallo, ich habe die DNA-Resultate. Von Hjalmar und Emma? Aha. Und Gunnar und Elin. Du wirst dich wundern. Erklär's mir. Was ist mit Emma? Sie ist kein Inzestkind. Aber bei Gunnar und Elin gibt es eine Überraschung. Sie sind nicht verwandt. Elin und Gunnar sind nicht Vater und Tochter? Nein. Und Gunilla und Elin? Gunilla ist die Mutter von Elin. Dann ist Elin also ein Kuckuckskind. Gunilla hat ihrem Mann das dritte Kind untergeschoben. Ja. So wie ich das sehe, könnte das der zweite Teil des Familiengeheimnisses sein. Wann wurde Elin eigentlich geboren? April 59. Gezeugt im Sommer 58. Mit wem könnte Gunilla fremdgegangen sein? Tja, dazu sagt die Analyse leider nichts. Ich muss es ihr sagen. Emma? Ja, Emma. Sie hat solche Angst, sie könnte ein Inzestkind sein. Robert, das solltest du dir noch mal gut überlegen. Das sind Ermittlungsergebnisse in einem Mordfall. Rein theoretisch hätte auch Emma Elin umbringen können. Jedenfalls hätte sie ein Motiv. Ich weiß, ich muss es ihr trotzdem sagen. Mein Auto steht noch auf Lillön. Kann ich deinen Wagen haben? Nein, nicht dafür. Okay.